Moment mal, wie sah die Taste nochmal aus? Das ist jetzt vielleicht auch ein bisschen weit hergeholt, aber... Er will mir ausstanzieren, dass er das ja wohl mit der linken Hand die Tasse genommen hat. Nur wenn ich das mal so ein bisschen in meinem Kopf gerade durchspiele, wie soll das funktionieren, wenn der Kaffeefleck vorne an der Tasse ist und der Henkel links. Wie soll man dann bitte trinken können, ohne sich komplett den Arm zu verrenken? Okay, das kann nicht stimmen. Das kann nicht funktionieren, mein Freund. Herr Kudo, erinnern Sie sich, was Ihnen zu Beginn dieser Aussage mitgeteilt wurde? Dass auf diese Weise die Glaubwürdigkeit Ihres Gedächtnisses getestet wird? Ich weiß. Mit meinem Gedächtnis ist alles in Ordnung. Wirklich? Wenn ich etwas Falsches gesagt habe, dann esse ich die Körner und singe das Taubenlied. Wollen Sie uns verraten, wo das hinführen soll, bereit? Laut Herrn Kudo hatte das Opfer die Zeitung in der rechten Hand. Und trank mit der freien Hand Kaffee. Das muss dann die linke gewesen sein. Pah, was ist das hier? Ein Kindergarten? Aber ich möchte das Gericht bitten, sich das hier anzusehen. Das ist die Tasse, aus der das Opfer getrunken hat, richtig? Ja, und am Rand sehen Sie den Fleck, den die Lippen des Opfers hinterlassen haben. Ja, das ist der Kaffeefleck. Wenn Sie bedenken, wo sich der Fleck befindet, ist klar zu erkennen, dass das Opfer die Tasse in der rechten Hand gehalten haben muss. Aber wie? Nun, Herr Kudo, das Gericht wartet auf Ihre schauspielerische Darbietung. Sie sagten, Sie würden diese Körner essen und das Taubenlied singen. Ah! Herr Kudo, ich fürchte, das ist inakzeptabel. Ich denke, der Zeuge kehrt besser in den Park zurück, aus dem er gekommen ist. Halt! Wenn Sie denken, dass ich mich von Ihnen für dumm erklären lasse, dann liegen Sie falsch. Mir ist diese schmutzige Kaffeetasse egal. Ich weiß, was ich gesehen habe. Sie bestehen noch immer auf Ihre Aussage. Dieser junge Taugenichts hat die Tasse in seiner linken Hand gehalten. Oh ja, keine Frage, ich bin ein ehrlicher, gesetzestreuer Bürger. Dieser junge, tote Hitzkopf und du gegelter Pflege, ihr habt euch geirrt. Wer, ich? Vielen Dank, alter Mann, wir haben schon genug von Ihnen gehört. Nennen Sie mich nicht alter Mann. Mich jetzt schon seit 68 Jahren, Sie können mich nicht ignorieren. Hören Sie, was ich zu sagen habe. Tut mir leid, Herr Kudo, aber... Warum sollten wir uns nicht noch mehr anhören? Herr Godotz! Aber das ist meine 16. Tasse Kaffee. Das ist also Ihre letzte Chance. Vielen Dank, Chef. Ihr könnt euch auf Victor verlassen. Och, komm schon. Zeugenaussage, linke oder rechte Hand? Der Junge trug den Ohrhörer auf der gleichen Seite wie das grüne Augenglas. Er hat die ganze Zeit daran rumgefummelt. Das kann stimmen, das war das linke Trommelfell. Er hat auch daran rumgefuchtelt, kurz bevor er die Taste genommen hat. Und dann hat er die Taste in dieselbe Hand genommen, in seine linke Hand. Wir wissen, dass das Opfer ein ungewöhnliches Monokel vor seinem linken Auge trug. Das war kein Monokel, euer Ehren. Das war ein kleiner Bildschirm, wie er oft von Programmierern benutzt wird. Ein Bildschirm? Sie meinen wie ein Fernsehbildschirm? Die Innenseite der Linse ist ein Bildschirm, der Computerdaten anzeigt. Ein HMD, auch Videobrille genannt. Im Beruf des Opfers wird sie häufig verwendet. HDTV, DVD, CD, diese ganze neumodische Zeug macht mich verrückt und so ist und ist so unwichtig. Ich weiß, was ich gesehen habe und ich sage die Wahrheit. Stimmt, er scheint nicht zu lügen. Und das sind die Fakten, schwarz auf weiß, wie in der guten alten Zeit. Kreuzverhör, linke oder rechte Hand. Der Junge trug den Ohrhörer auf der gleichen Seite wie das grüne Augenglas. Das Opfer trug also ein HMD, eine Videobrille. HDTV, CD, DVD ist doch ganz egal. Da war es nichts davon, aber was soll's. Und Sie sind sich sicher, dass er auf der gleichen Seite einen Ohrhörer trug? Keine Frage, ich konnte von meinem Sitzplatz aus nur die eine Seite des Kopfes sehen. Ja, das ist ziemlich offensichtlich, wenn man sich den Lageplan ansieht. Vom Tisch auf der anderen Seite würde er den Kopf des Opfers nur seitlich sehen. Er hat die ganze Zeit daran rumgefummelt. Anscheinend haben sie Herrn Glenn Egg beobachtet.
Er ging mir auf die Nerven. Die ganze Zeit ist Geraschel mit der Zeitung und das Gefummel am Ohrhörer. Und dann dieses Theater, als er an einem Schluck Javachinus starb. Am liebsten wollte ich zu ihm sagen, immer mit der Ruhe, Kleiner. Beim Beobachten muss ich mir die Körner nur so reinstopfen. Ich hätte ersticken können. Dann war das Opfer als sein nervöses Energiebündel. Er hat auch daran rumgefummelt, kurz bevor er die Tasse genommen hat. Der von Ihnen erwähnte Ohrhörer, mit welcher Hand berührte ihn das Opfer? Du gehörst auch zu denen. Zu denen, die mit der linken Hand Sachen aus der rechten der Hosentasche holen. Oder die mit der rechten Hand das linke Hosenbein umkrempeln. Und wenn der Reiseführer sagt, auf der rechten Seite sehen Sie das berühmte Blablabla, bist du der Einzige, der nach links guckt. Nun, habe ich nicht recht? Nein, ich wollte nicht. Offensichtlich benutzt er die Hand auf der gleichen Seite des Kopfhörers wie der Ohrhörer. Au, au, au. Wenn er das HMD ja so links trug, dann war es wohl seine linke Hand. Und dann hat er die Tasse in dieselbe Hand genommen wie seine linke Hand. Sie wirken sehr überzeugt von sich, Herr Kudo. Weil ich weiß, was ich gesehen habe, egal was du mir vorgaukeln möchtest. Anscheinend hat er wirklich gesehen, wie er die Taste in die linke Hand nahm. Hier kommen wir nicht weiter. Nun, Nick, was denkst du? Ich denke, der Alte sagt die Wahrheit. Aber trotzdem, irgendwas stimmt da nicht. Dann bombardiere ihn mit Beweisen, bis er zerbricht. Aber wenn er nicht lügt, gibt es keine Widersprüche in seiner Aussage, richtig? Oh, linkes Trommelfell. Das kann er also gar nicht da gehört haben. Also es ist sogar schon die erste Aussage, glaube ich. Er hat die ganze Zeit daran rumgefummelt. Aha. Also ich vermute es mal, es wird dann die Aussage sogar sein. Ja, jetzt habe ich da nochmal nachgefragt. Und das bestätigt es ja auch sogar nochmal mit dem Lageplan. Also ich würde sagen, es kann nicht sein, weil er, wie gesagt, da links sein Trommelfell geplatzt ist. Okay, ist auch richtig. Ich bin mir nicht sicher, wie relevant das ist, aber... Herr Kudo, an Ihrer Beobachtung des Opfers stimmt etwas nicht. Was? Sie sagten, er hat den Ohrhörer auf derselben Seite wie das HMD getragen. Keine Frage, du kannst mich einsperren, wenn ich mich irre. Es war das linke Ohr. Von dort, wo ich saß, konnte ich nur die eine Seite vom Kopf sehen. Das glaube ich nicht. Wie bitte? Sie sind sich dieser Tatsache sicher nicht bewusst, Herr Kudo. Aber das Opfer konnte auf dem linken Ohr nicht hören. Das Trommelfell war geplatzt. Hä? Im Gehörgang wurden Spuren eines Medikaments für dieses Leiden gefunden. Das Opfer konnte den Ohrhörer unmöglich im linken Ohr gehabt haben, weil er auf dem Ohr nichts hören konnte. Stimmt das, Chef? Ja. Tau. Taube. Schöne Taube. okay. Ruhe. Die Aussage des Zeugen ist absolut unglaubwürdig. Er sah die Kellnerin nur von hinten. Und er behauptet, das Opfer trug einen Ohrhörer, obwohl das Trommelfell geplatzt war. Nun, Herr Godot. Ein einziger Tropfen Milch kann die pure schwarze Magie in der Tasse zerstören. Dieser alte Mann ist der Tropfen Milch. Chef, bin ich etwa ein Tropf für dich? Das ist die Tasse des Opfers, in der das Kaliumcyanid gefunden wurde. Der Fleck am Rand zeigt klar, dass das Opfer die Tasse in der rechten Hand genommen hat. Ich gebe niemals nach. Er hat seinen letzten Ravachino mit der linken Hand getrunken. Darf ich sie aus ihrer Misere befreien? Das Opfer hat eindeutig beide Hände benutzt. Er hielt die Tasse in seiner rechten, trank einen Schluck und nahm sie in die linke. Das hat der alte Mann gesehen. Wo ist denn was mit der Zeitung?
Unmöglich. Der Zeuge hat bei zahlreichen Gelegenheiten ausgesagt, dass das Opfer nach einem einzigen Schluck Kaffee sofort starb. In welcher Hand das Opfer dabei die Tasse nahm, hat keine Bedeutung, euer Ehren. Die Fakten bleiben bestehen. Herr Egg trank den vergifteten Kaffee mit einem seiner Hände. Etwa so. Leider zählt das nicht, Herr Godot. Diese Aussage diente nur dazu, die Glaubwürdigkeit des Zeugen festzustellen. Und das Ergebnis ist eindeutig. Die Aussage dieses Zeugen ist unbrauchbar. Ich denke, es ist Zeit, die Verhandlung für heute zu beenden. Ich bin froh, dass der Zeuge das Gericht nicht belügt. Aber ehrlich gesagt war seine Aussage eine Farce. Mussten Sie so ehrlich sein? Dafür gibt's das, Sie aufgeblasener alter Kauz. Tut mir leid, Herr Kudo, Sie könnten mich von dort aus nicht treffen. Ich ordne der Verteidigung und der Anklage an, in dem Fall weiter zu ermitteln. Das ist alles für heute. Die Verhandlung ist geschlossen. Warten Sie! Wenn wir jetzt aufhören, was ist dann mit mir? Was mit Ihnen ist, Herr Kudo? Dank dieses jungen Schnösels in Blau da drüben bin ich nichts weiter als ein stümperhafter Alter, der nicht mehr weiß, wie man T und I schreibt. Was kann ich für Ihr schlechtes Gedächtnis? Tut mir leid, Herr Kudo, aber da kann ich nichts machen. Bisher habe ich mit meinem Mund gehalten. Aber das Gericht sollte noch etwas wissen. Was? Das noch mehr? Ehrlich gesagt könnte es auch nichts sein. Aber ich will noch eine Chance haben. Ich werde dich besiegen, Jungspund. Mich? Es sieht mich an, als wäre ich ein böser Shogun. Nun, wie sieht's aus? Wie sieht's aus mit einem letzten Showdown? Das letzte Kapitel im Album des verschrobenen Alten. Tut mir leid, Opi. Ich hätte schon meine 17. Tasse Kaffee. Was hast du zu verlieren, Chef? Ich gebe dir so viel Cravachino, wie du willst. Nach der Verhandlung bei mir zu Hause. Ich bin vielleicht 68 Jahre alt, aber Victor Kudo ist immer noch ein Mann. Das reicht, Zeuge. Ich denke, es geht schneller, wenn das Gericht Ihre Aussage einfach anhört. Darauf können Sie wetten. Viel, viel schneller. Ich kann nicht fassen, dass das passiert. Hahaha, Grünstapel, mach dich schon mal bereit. Ich hab's verstanden. Hören Sie einfach auf, Körner nach mir zu werfen, ja? Anscheinend hat er einen nicht endenden Körnervorrat in seiner Schachtel. Und es ist immer noch nicht Schluss. Zeugenaussage, der letzte Showdown. Als erstes möchte ich betonen, dass es vielleicht unwichtig ist. Ich bin mir nicht sicher. Der Kleine fiel vorüber auf den Tisch, als er einen Schluck Gavachino getrunken hatte. Nun, der Tollpatsch hat die Vase umgestoßen. Er hat sie einfach umgehauen. Sie zerbrach und die Tischdecke war mit Wasser getränkt. Nun, wie wär's damit? Das stellt alles auf den Kopf, hm? Ist das alles? Ja, das ist alles. Ich erinnere mich ganz genau. Hey, ihr glaubt mir wieder nicht. Ihr zweifelt an eurem wehrlosen Alten. Nein, wir zweifeln nicht an ihn, Herr Kudo. Hast du nicht auch das Gefühl, dass allen eine Frage auf den Lippen brennt, Nick? Ja, na und? Denke ich mal. Mehr fällt mir dazu nicht ein. Und ausgerechnet, ich muss den Kerl ins Kreuz nehmen. Du hast einen Spatzenhirn, deshalb fällt dir nichts anderes ein. Na schön, Herr Wright, ein abschließendes Kreuzverhör, bitte. Der Richter hat auch schon keinen Bock mehr. Kreuzverhör, der letzte Showdown. Als erstes möchte ich betonen, dass es vielleicht unwichtig ist. Ich bin mir nicht sicher. Das Gericht bevorzugt es, wenn Sie die Zeugen Ihrer Aussage sicher sind, Herr Kudo. Vorlauter Rotzbengel! Ich warne dich, gerade bin ich wilder als das größte Tier. Du wirst mich mit dieser Aussage nicht schlagen. Das ist der letzte Kampf. Au, au. Er wirft diese Körner härter als vorher. Ich muss echt aufpassen. Komm schon, Nick. Gib's ihm. Der Kleine fiel vorüber auf den Tisch, als er einen Schluck Cravachino getrunken hatte. Das Gericht hat diese Aussage bereits gehört, Herr Kudo. Das weiß ich. Ich wollte nur die Stimmung aufheizen. Wie soll ich denn sonst Spannung aufbauen, hm? Spannung? Reicht es nicht? Soll ich die Leute im Saal noch weiter aufpeitschen? Nein, nein. Bitte fahren Sie fort, Herr Kudo, so schnell es geht. Gut, wo war ich? Ah ja, der junge Mann fiel vorüber auf den Tisch. Nun, der Tollpatsch hat die Vase umgestoßen. Er hat sie einfach umgehauen. Eine Vase, sagten Sie? Ja,
Dort steht auf jedem Tisch eine Vase. Wir mal kurz was gucken hier. Nein, nicht das wollte ich gucken. Es gab ja noch so ein ominöses Tatortfoto. Oh mein Gott, ist das dein Ernst? Ist das dein fucking Ernst? Oh Gott. Unfälle sind vorprogrammiert. Die waren nur darauf umgestoßen zu werden. Stimmt, dort gibt es Vasen. Ich erinnere mich daran, auch welche gesehen zu haben. Da stand eine Vase auf dem Tisch, als ich dort zu Mittag gegessen habe. Und sie haben den Augenblick beobachtet, als das Opfer die Vase umgestoßen hat? Nun, schwer zu sagen. Das ist etwas unklar. Wie definierst du? Okay, schon verstanden. Ich habe gehört, wie sie zersprungen ist. Das hat sich bei mir eingebrannt. Sie zerbrach und die Tischdecke war mit Wasser getränkt. Achso. Mit Wasser getränkt, sagen sie. Ja, es ist sogar bis auf mein Knie gespritzt. Sie saßen an dem Tisch auf der gegenüberliegenden Seite des Raumes, richtig? Und das Wasser ist bis zu ihnen gespritzt? Es war ganz kalt. Ich erinnere mich genau, wie es auf mich gespritzt ist. Konnte das Wasser wirklich durch den ganzen Raum auf die andere Seite spritzen? Nun, wie wär's damit? Das stellt alles auf den Kopf, hm? Das stellt nur noch mehr dar, dein Gedächtnis nicht ganz so, wie ihr Gedächtnis nicht ganz so auf der Höhe ist. Sie meinen die Vase, die auf dem Tisch des Opfers umgekippt und zersprungen ist? Die Vase ist umgekippt. Genau wie meine Aussage in diesem Fall umkippt. Das ist ein Witz. Ich wollte nur, dass sie ihn alle hören. Was denkst du, Chef? Ich bin beeindruckt von ihrer Fähigkeit, Zeit zu verschwenden. Godot hat schon längere Zeit keinen Einspruch mehr erhoben. So, du Jungs, schon mit diesem Stückchen Information werfe ich dir den Federhandschuh. Wenn ich hier verliere, nehme ich es wie ein Mann und erkenne die Niederlage an. Er sieht dich wirklich sehr böse. Er sieht dich wirklich sehr böse an, Maya. Er sieht dich an, Nick, nicht mich. Als ob er sagen will, dann finde mal hübsch einen Widerspruch, Kleiner. Dann muss ich mich wohl die Herausforderung stellen. Und das ist auch nicht zu schwer, die Herausforderung. Weil ich würde sagen, es gibt da so ein gewisses Tatortfoto, wo man sehen kann, dass diese Vase nicht umgehauen wurde. Herr Kudo, das ist ein Foto vom Tatort. Hm? Na und? Sehen Sie sich den Tisch einmal genau an. Die Vase dort ist intakt. Wie? Hat es Ihnen die Sprache verschlagen, Großväterchen? Ich bin nicht ein Großväterchen, du Heißsporn. Au, au. Genug. Wenn Sie noch mehr Körner im Gerichtssaal werfen, muss die ganze Nacht geputzt werden. Ah. Was ist denn jetzt los? Mir ist gerade was eingefallen. Ja, erzählen Sie weiter. Die zerbrochene Vase, die war an meinem Tisch. War... Nun, weißt du... Ich habe mich erschrocken, als der junge Kerl zusammengebrochen ist. Also bin ich aufgesprungen. Da muss sie umgefallen sein. Die Vase auf meinem Tisch, meine ich. Die Vase auf ihrem Tisch? Ja, auf meinem Tisch. Deshalb war ich auch total nass. Oh mein Gott. Vielen Dank, Herr Kudus. Sie haben sich heute wirklich große Ehre gemacht. Ich möchte gerne noch was fragen. War ich denn überhaupt eine Hilfe? Vielleicht können Sie sich diese Frage selbst beantworten, Herr Kudo. Ah, halt, Moment mal. Wenn das so ist, weiß ich noch mehr. Ich weiß mehr. Oh ja, ich erinnere mich noch an etwas anderes. Gerichtsdiener, begleiten Sie den Zeugen aus dem Gerichtssaal auf der Stelle. Warte, hör mir zu. Oh mein Gott, was war das? Nun, wie es aussieht, sind wir sehr weit abgekommen. Und ich bin noch nicht in der Lage, ein Urteil zu fällen. Die Angeklagte wurde nicht eindeutig als die fragliche Kellnerin identifiziert. Des Weiteren gibt es zwei Disparitäten in der eben gehörten Aussage. Der Fleck auf der Kaffeetasse und das Opfer, das angeblich mit der linken Hand trag. Und der Ohrhörer, der sich im linken Ohr befand, auf dem er aber nichts hören konnte. Wow, Nick, du hast es geschafft.
Deshalb fordere ich die Verteidigung und Anklage auf, im Fall weiter zu ermitteln. Ja, euer Ehren. Das ist noch eine Sache, bevor die heutige Verhandlung geschlossen wird. Noch eine Sache, euer Ehren? Der Zeuge, den wir gerade gehört haben. Er besteht darauf, dass seine Aussage hilfreich ist. Deshalb hat er sie in dieser Erklärung zusammengefasst. Okay. Sie können eine Kopie davon bekommen, wenn Sie möchten. Wie auch immer. Die Anklage kann auf solche Hilfe verzichten. Gordo, das ist richtig sauer, wie? Ja, das wäre ich auch. Nun gut. Bitteschön, Herr Wright. Da haben Sie drei Kopien. Meine eigene, Ihre und Herrn Godots. Ja, euer Ehren. Victors Aussage zu Gerichtsakt hinzugefügt. Als der Vorfall passierte, zerbrach ich die Vase an meinem Platz. Tut mir leid. Tut mir leid? Das ist keine Aussage. Die Entschuldigung eines Fünfjährigen eher. Was sollen wir nur mit drei Kopien machen? Das ist alles. Die Verhandlung ist geschlossen. Fortsetzung folgt. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, wie das hier noch weitergehen soll, aber wirklich nicht. In der Tat nicht. 7. Januar 12:52 Uhr, Anwaltskanzlei Wright und Partner. Und was glaubst du, wie die Verhandlung heute Morgen gelaufen ist? Wie sie gelaufen ist? Etwas komisch war es ja. Ich hoffe, damit sinken unsere Erfolgschancen nicht. Ja, lief schon etwas aus dem Ruder. Herrn Kudos Aussage hat uns nicht weitergeholfen. Und wir wissen jetzt nicht viel mehr, welche Kellnerin den Kaffee vergiftet hat. Wir wissen nur, was der alte Herr Kudo gesehen hat. Die Bänder und die Schleife. Und dass es Opferohrhörer getragen hat, obwohl sein Trommelfell geplatzt war. Ganz zu schweigen von der schweren Fall von Widerspruch, Ritis. Zeit, Doktor zu spielen und selbst ein Heilmittel zu finden, hm? Ja, für Maggie brauchen wir unbedingt eins, sonst endet die Anklage Ritis tödlich. Anklage Ritis. So kann man das natürlich auch mal sehen. Na gut, aber wie es hier weitergeht, das sehen wir dann beim nächsten Mal. Ich bedanke mich fürs Zusehen, wünsche einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Von Phoenix Wright Ace Attorney, Trials and Tribulations. Bis dann und tschüss, euer Jake.